Also was mir wirklich auch wahnsinnig am Herz liegt und mich wirklich, wirklich berührt, sind diese Massen an natürlich wunderschönen jungen Frauen, die unterwegs sind, die Fitness machen, sich bemühen, schön schlank zu sein, dass alles passt und alles sitzt und so weiter. Nur wenn sie dann selber sitzen oder stehen, sich so präsentieren. Eingezogene Brust, Nase nach vorne, Nacken hoch, Hohlkreuz bis zum Daueranschlag. Egal, ob sie jetzt 20 Kilo mehr oder weniger wiegen, massenhaftes Ergebnis. Mädels, das schaut A, so scheiße aus. B, ist dann natürlich zu verstehen, dass gerade den Jungen immer mehr und mehr eingeredet werden kann. Wenn ich hier keine Präsenz habe, naja, dann werde ich sie mir wohl per DEFGH kaufen müssen, lasse ich es mir halt mit Plastik rein operieren, damit man noch irgendwas von mir wahrnimmt, wenn ich einen Raum betrete. Das ist so schade und so unnötig. Achtet doch mal drauf, dass durch das Hohlkreuz, das ihr meistens hinten macht, hier da oben gegenbuckelt und die Brust, das Brustbein, die Brust definiert sich viel mehr über das Brustbein als über die zwei Partner an der Seite, so hübsch sie sein mögen und sicher bei allen sind, ja? Sondern Präsenz präsentiert sich durch das Brustbein, ob es nach vorne getragen wird, zum Raum hin, auch körpersprachlich, oder eben eingezogen. Und jetzt stell schon mal so einen Gorilla in den Urwald, der in so einer Haltung da sitzt und dann nur irgendwo sein Brüstel sucht, um anderen Affen klarzumachen, dass er auf der Welt auch irgendwas zu sagen hat. So wirkt das nichts. Und so rennt ihr ewig ausschließlich den Schlankheits- und ja, nichts wiegen Idol und möglichst tolle, perfekte Brüste und sonst was hinterher, aber rennt an euch selber vorbei. Probiert doch bitte ergänzen, bisschen mitzugenießen, was dieses Kraft, dann hängt auch der Bauch vorne nicht mehr raus, sondern wird das Becken auch schön gesetzt, Hohlkreuz auch AD, Präsenz, dass ihr im Raum seid und wirklicher körpersprachlicher Selbstschutz heißt, der nicht jedem das Näschen entgegenstreckt, mit der Bitte, auch schmier mir doch eine, wenn du gerade schlechte Laune hast. Das ist doch eine Grundeinstellung, die für eine Frau, natürlich auch für einen Mann, aber jetzt reden wir mal wirklich unter den Frauen, so was von wichtig ist. Locker, lässig, leicht, sicher, bewegungsfühlig und gefühlt. Und das kriege ich mit keinem Kraftgerät der Welt und keinen Squats und keinem sonst was, ohne grundsätzlich deren Sinnlichkeit absprechen zu wollen. Aber ihr seid in euch und eurem Körper viel sinniger. Nutzt sie, tut, macht, genießt die erstmal und wirklich als Urweiber und diese 103 Gelenke in allen, was die alles darstellen, sagen und zeigen können, wie geschmeidig und beweglich die euch machen können, wenn ihr sie so, so und so in der Lage seid, übereinander wirklich einzustellen. Mann, dann werdet ihr definitiv sehen, wie cool vieles, vieles und um wie viel leichter für euch verläuft. Lieben Gruß.